Nathan Adrian muss sich einer schweren Herausforderung stellen. Stolze fünfmal konnte der Profischwimmer bereits die olympische Goldmedaille ergattern. Aktuell hält der Hardy sogar den amerikanischen Rekord im 50 Meter Freistilschwimmen. Auch an den kommenden Olympischen Spielen 2020 in Tokio will der Sportler wieder teilnehmen und um den nächsten Sieg wetteifern. Doch nun ist sein Traum gefährdet. Nathan ist an Hodenkrebs erkrankt, das offenbarte er jetzt via Instagram. Nach ein paar Tests und Besuchen bei Spezialisten habe ich erfahren, dass ich Hodenkrebs habe, erklärte Nathan in seiner Botschaft. Doch der US-Amerikaner versucht, optimistisch zu bleiben. Glücklicherweise haben wir ihn schnell entdeckt, verriet der 30-Jährige. Er habe bereits mit der Behandlung begonnen und seine Prognose sehe gut aus. Ich werde in wenigen Wochen wieder im Wasser sein, mit Tokio als klarem Ziel vor Augen, versprach der Olympioniker. Ganz im Ernst, ich behalte meine positive Einstellung bei, da Fälle wie meine heilbar sind, stellte Nathan am Ende seines Beitrags noch einmal klar. Zudem hoffe er, mit seiner Offenheit über seine Krebserkrankung anderen Betroffenen Mut zu machen.